Hi Fans und damit mal wieder herzlich willkommen und ich merke, erstmal wieder die Cam ein bisschen richten. So sieht gut aus. Hi Fans, damit mal wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich muss euch ganz ehrlich mal wieder sagen, ich fühle mich mal wieder, als wäre es eine Scheißwoche und ich habe irgendwie zu gar nichts Bock und nicht mal zum Aufnehmen und ich komme abends heim vom Arbeiten und ich will eigentlich mich nur irgendwo in die Ecke reinpfletzen und gar nichts tun. Und ja, aber kann so nicht weitergehen, mir gehen schon bald wieder die Folgen aus. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gucken jetzt uns heute mal das Ende der Jäger-Offiziersprüfung an. Ich habe ja gesagt, ich werde offline die ganzen Schwertbananen an diesen Stellen da verteilen. Das habe ich gemacht. Eine war hier unten in der Höhle, eine war hier oben, da war ein Ivarok im Weg wieder. Eine war hier in dieser Höhle drin, irgendwo in so einer kleinen Höhle hier hinten. Eine war ja direkt hier unter der Hängebrücke und eine war nochmal, wo ich hab's vergessen. Aber wenn ihr die Quest auch macht, dann habt ihr es ja auch gesehen. So, so viel dazu. Das heißt, wir klopfen wieder hier bei dem Typen hier an die Tür. Jäger-Offiziersbüro. So, will er nochmal irgendwas von uns oder langt das mit den Verteilen von den Bananen schon? Oh. Eine Belohnung ist etwas Wertvolles, das man nur im Untergrund finden kann. Bitte nimm sie ehrfürchtig an. Ich habe jetzt irgendwie die Vermutung, der will mich gleich abschlachten, weil seine Informanten gesehen haben, dass ich nicht die Jägeruniform getragen habe, als ich die ganzen Dinger verteilt habe. Im Inneren wirst du einige seltsame leuchtende Ruinen sehen. Bitte beachte sie gar nicht. Sie wurden erst kürzlich entdeckt. Okay, heißt es, ich darf jetzt das... Aha, okay, hier geht's hier schon mal. Ach ja, natürlich. Keine Höhle ohne Maui. Der musste ja als erstes dran glauben. So. Wo mein Felsspalter? Da. Seltener Ivarok-Hammer. Jetzt hatte ich für einen Moment kurz Bammel, nicht, dass mein Schlag die Donnerblume da hinten trifft und auslöst. So, ja, okay, ein paar Edelsteine hier. So, aber ansonsten, hier ist das Wertvollste, was man unter Tage finden kann. Aber hier ist ja eigentlich gar nichts, oder? Hier ist eine Truhe noch. Noch zwei Truhen, okay. Ein Rhodonit. Und ein Sanshin-Langschwert. Mit erhöhter Haltbarkeit. Gott, was schmeiße ich denn dafür weg? Komm, die Lanze weg. So, jetzt muss ich aber gerade kurz gucken. Nur so als kleine Ding, hier ist nichts mehr, was ich mit Ultrahand bewegen kann. Okay. Zu Ariwaka Schrein. Ah, oh, da hinten ist noch eine Donnerblume, die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ein paar leuchtende Ruinen und die sollen wir in Ruhe lassen, ne? Ah, das sind noch wieder ein paar Leuchtsamen, die nehmen wir natürlich auch mit für den Untergrund. Im Untergrund haben wir halt irgendwie einfach noch zu wenig in diesem Spiel gemacht, aber ich habe irgendwie so gar nicht so wirklich Bock, in den Untergrund zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es auf der Oberfläche viel schöner. So, dann wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet.
Bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube fast, hier könnte Raurus Segen sein, oder? Dafür, dass wir den Schrein ja quasi... Ja. Dafür, dass wir den Schrein mit der Quest gemacht haben. Oder dafür, dass wir die Quest erst machen mussten, um zum Schrein hinzukommen, ist im Schrein dann keine Quest mehr. Eine Hochleistungsbatterie. Wow. Ich bin überwältigt. Ja, und dann macht es wieder Schwing, das kennen wir alles, das brauche ich jetzt glaube ich nicht immer alles wieder wiederholen. Ich meine, es gibt ja noch mal 60 Schreine, wo wir uns das alles angucken können und dann werde ich es da auch mal irgendwann clean aufzeichnen, auch mal ohne Ding außerhalb der Aufnahme. So, und jetzt würde ich mal sagen, da wir jetzt schon Jäger-Offizier sind, gell, wir haben ja die Offiziersschule hier, das Offiziersbüro, mit Bravour bestanden, würde ich mal fast sagen... Wir teleportieren uns. So, warte mal, das kann ich wegschmachen hier. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mich in die Höhle teleportiere ohne Jägerverkleidung? Wir müssen es dringend ausprobieren, später mal. Pass auf, zack, wir teleportieren uns mal kurz hier zum Turm. Apropos, wo habe ich eigentlich meine Wasserflasche hingestellt? Kleiner Augenblick, ich bin gleich wieder da. Ich mache kurz auf Pause und ich suche meine Wasserflasche. So, ich bin kurz zum Jägerversteck hier hochgewandert. Und ich muss echt sagen, Leute, ich glaube, ich habe irgendwie einen Schatten heute Abend. Ich habe überall da drüben meine Wasserflasche gesucht und sie stand direkt hinterm Monitor, weißt du? Ich weiß auch nicht, was mich da wieder geritten hat, meine Wasserflasche hinter den Monitor zu stellen, wo ich sie natürlich vom Vormonitor aus gar nicht sehen kann. So, also, wir haben unsere Jäger-Uniform und jetzt gucken wir mal, wie es im Jäger-Schrein jetzt aussieht. Das versteckt der Jäger, weil ich meine, glaube ich, zu wissen, dass hier drin auch nochmal ein Schrein ist und den holen wir uns natürlich auch. Ich habe gehört, hier kann man die fiese Technik Erdmanipulation lernen. Verschwinde, nur Mitglieder der Jägerbande dürfen hier rein. Damit ich beliebter werde. Wir sind Geheimagenten unter Kogas Kommando. Erst wenn du die drei Stützpunkte findest und die Jägerkluft erhältst, wirst du zu uns gehören und darfst eintreten. Als ob, weißt, als ob jeder einfach in diese Stützpunkte reinmarschieren kann und denen die Klamotten klauen. Und dann ist man automatisch Jäger, weißt. Und vor allem, es ist ja in jedem Stützpunkt nur eine Klamotte vorhanden. Mein süßer Watze schafft den Test auf Anhieb. Also er hat mich den Weg gemacht und dann schaffe ich nicht nur den Test nicht, ich schaffe es noch nicht einmal durchs erste Tor. Sieht ja schicker aus, als ich dachte. Naja, mein Handy mal wieder. Ich gehe jetzt zu diesen drei Stützpunkten, sacke auch die Bandenkluft ein und lerne dann diese total fiese Technik. Watzel. Und alle finden mich umwerfend. Jo, kann ich ja mal machen. Episode zum Versteck der Jägerbande. Dafür gibt es eine extra Episode. Du hast alle drei Stützpunkte aufgesucht und alle Teile, solange du die Kluft trägst, solltest du das Versteck der Jägerbande betreten können. Da sind wir ja gerade. Ich habe ja jetzt die drei Teile geholt, ohne vorher die Episode... Hä? Hatte ich die Episode vorher noch nicht? Na egal.
ziemlich wohnlich. Hat sich ja einiges hier verändert, ne? Haben die hier auch eigene Marktstände? Falls du Waffen brauchst. Sanshin Langschwert. Sanshin Kurzschwert. Für 6 und 8 Angriff 200 Rubine. Ihr könnt mich ja mal. Das ist ja abartig teuer. Was bist du für einer? Was für ein elektrisierendes Gefühl. Hier habe ich direkt diesen Stachel zu besitzen. Hey, du Vogel. Also nicht wie in günstiger im Angebot, sondern einfach zu verkaufen. Ach, habe ich jetzt den Stachel schon? Okay. Kann ich das hier einfach fusionieren? Warte mal, ich nehme mal wieder den Königsschild da. Ah ja, okay. Ich habe jetzt sinnloserweise dieses Stachelschild für 100 Rubine gekauft. Aber gut, wenn wir es schon haben, dann nehmen wir es natürlich auch mit. So, ein Bogen und Doppelschussbogen. Nur die besten Schützen der Jäger verwenden diesen Bogen. Damit das Opfer nicht entkommen kann, werden zwei Pfeile auf einmal abgeschossen. Und natürlich Pfeile. Pfeile habe ich noch 978 in der Reserve. Dann nehmen wir gar nichts mit. So, hier ist nichts. Hier geht's, glaube ich, weiter. Hier geht's weiter, ja. So. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, will ich natürlich auch alles erkunden. Ist da noch was zum Lesen? Nein. Also es würde mich nicht wundern, wenn sie genau hier irgendwo in irgendeiner so einer Ritze noch ein Easter Egg verstecken. Aber ich wäre wahrscheinlich zu blöd, es zu finden. Einfach unwiderstehlich. Schwertbanane. Oh, ich habe ja nur 81 Stück davon. Ja, lass mal stecken. So, dann reden wir mal mit dem Dude hier in der Mitte. Der wird uns nämlich bestimmt was sagen. Diese Haltung. Vollautorität. Ich hatte ja gehört, dass du Potenzial hättest. Aber dass du dann noch mitmachst und sogar zum Jägeroffizier aufsteigst. Er weiß sogar schon, dass wir Offizier sind. Also ist er schon mal vorteilhaft. Respekt. Und freuen uns auf gute Zusammenarbeit. Ja, das ist doch schön. So, das Problem ist aber, also der bringt mich anscheinend nicht weiter. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal frecherweise hingehen. Nachdem der uns nur schön begrüßt hat und hier mal weiterlaufen. So, hier ist eine Truhe dahinter. Okay, einfach mal. Ah ne, der Aufkleber leuchtet nur so komisch, aber mit dem kann ich nichts machen. So, sieht es hier noch aus wie im Versteck? Er sieht noch aus wie im Versteck der Jäger. Aber lass mich mal kurz überlegen. Ne, ich kann mich auch hier nicht von einfach von unten... Wahrscheinlich muss ich mich fangen lassen. Ohne Jäger-Kluft und dann schmeißen die mich in die Zelle, wo die Truhe drin ist, oder? Aber wenn es so einfach geht, dann will ich es gar nicht. So, hier werden Spezialfahrzeuge gebaut. Okay, das ist einfach nur zwei Räder mit Stacheln dran. Das sieht ja auch komisch aus. Mobil. Oh, das ist ja geil. Ich habe jetzt sogar den Offizierstatus, dann kriege ich das günstiger. Das ist ja nice. Ja, okay, sorry. Das Ding baue ich eh 10-mal besser mit eigenhändig. Das brauche ich dann hier nicht kaufen.
Und was bist du? Ein Schlitten mit 4 Propellern und 2 Ding. Und, oh Gott, das will ich gar nicht. Ah, warte, hier ist ein Ding. Das muss ich jetzt wahrscheinlich da drauf klatschen. Lass mich dich was fragen. Schau dir dieses geschmackslose Pieksmobil da drüben an. Und dann diesen Todesschlitten. Welches der beiden Fahrzeuge macht mehr her? Der Todesschlitten. Daher würde ich dir einen neuen Schlitten für schlappe 99 Rubine verkaufen. Habe ich jetzt einen Bauplan dafür bekommen? Nein! Aber warte, wenn ich jetzt das Ding, wenn ich jetzt das Lenkelement rausnehme und dann wieder reinsetze. Ich kann das Lenkelement nicht rausnehmen. Hab ich. Alter, wie weit speichert er den Verlauf? Baupläne. Also dieses Mobil ist mir jetzt erst einmal eigentlich total nutzlos, weil ich kann es nicht. Ich würde es halt gerne speichern, aber nicht mal das geht. Weil ich kann die Dinger nicht einzeln wegnehmen. Okay, es ist. Es lässt sich. Also was die Jäger zusammenbauen, kann ich nicht zerlegen mit meiner Ultrahand. Gut zu wissen. Aber dann ist das Ding jetzt eigentlich auch relativ nutzlos. Ich hatte halt schon gedacht, ich könnte Ding. Aber warte mal. Kann ich noch irgend so einen Wollebausch da vorne dran packen und dann zählt es als Ding? Als Eigenkreation? So. Ungefähr. So. Jetzt nicht, oder? Na, jetzt. Ja, Tatsache. Verlauf 1. Da ist das Pieksmobil jetzt da drin. Ein Pieksmobil für 50 Rubine, das wir gar nicht brauchen. Und der andere wollte 500 für seine komischen zwei Stacheldinger mit zwei Rädern dran. Das ist ja abartig. Okay. Gut, gut, gut. Bin mir nicht ganz sicher, ist das da ein Ding, wann die zerstört wäre kann. Weil dann kommen wir ja irgendwo von anders her. Ach, guck mal an. Warte, kann ich hier. Ah, doch. Ja, das ist leicht falsch. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Okay. Also ich komme hier nicht nach oben. Oder nur ganz aus der Höhle raus. So. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Höhle irgendwas. Da hinten ist noch irgendwas Höhlenmäßiges, aber an der Mauer habe ich zumindest mal keine Durchgänge. So, dein komisches Piepsmobil will ich gar nicht. Wir gucken einfach mal weiter, was so geht, hä?
So, ja, den Raum kennen wir doch noch. Aber sowas von kenne ich den Raum noch aus Breath of the Wild. Diesen langen Korridor, ja genau, und da hinten war der Raum, wo ganz viele Schwertbananen drin waren in Breath of the Wild, und jetzt liegt hier eine einzige. Und Blitzschutzhelm, Forschungstagebuch lesen. Oh, Blitzschutzhelm. Makela Riju ist eine Gegnerin, die keineswegs unterschätzt. Makela, okay, heißt die. Dieser Mitarbeiter als Wanderer getarnt hätte von einem reisenden Subjekt wertvolle Informationen gewinnen können. Okay. Blitzschutzhelm, ja, das kennen wir natürlich auch noch. Das ist, finde ich, natürlich wieder nice, dass dann hier so kleine Details immer versteckt sind. So, das ist natürlich schon nice, gell? Dass sich die Entwickler hier echt an jeder kleine Ecke immer Gedanken gemacht haben, wie man sowas machen kann. Dass sie sogar irgend so eine blöde Geschichte erfinden von einem, der den Blitzschutzhelm nachgebaut hat und... Hier wurde anscheinend gegessen. Was ist hier oben? Ah, das kennen wir auch noch. Aha. Verdammt. So, bringt der uns den Ding bei? Ach, nieder mit links. Da ist ja der Blitzschutzhelm. Du bist also der Wunderknabe, schneller zum Offizier aufgestiegen als je ein Jäger vor dir. Hier trainiert der unwichtige Pöbel, aber denk nur nicht, dies wäre der falsche Ort für Lichtgestalten wie dich. Ach, Verzeihung, eigentlich habe ich ja nur Bewunderung für dich übrig. Leib- und Magenritter. Oh. Ah. Drei Gegner innerhalb einer Minute.
So, als allererstes mal Gerudo-Messer mit Ritterhellebarde. Das sieht gut aus. Einen Hammer. Noch ein Hammer. Noch ein Hammer. Okay, das ging ja einfach. Oh. Ah. Jägerstoff, okay. Oh. Okay, heißt also, ich muss mir den Helm hier im Kampf verdienen und... Ja, okay. Das lesen wir mal, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe jetzt keinen Bock hier unnötig zu kämpfen. Das lese ich mir nochmal später bei mir Ding durch. Ich kann ja jederzeit wieder herkommen. Oh. Du bist doch... Link? Zumindest sehen deine Haare so aus. Ach, also einfach nur, weil ich so einen blonden Schopf habe da hinten raus. Ich habe schon gedacht, hier ist so einer, der erkennt mich, weil ich den schon mal irgendwie besiegt habe in der Story-Ding, aber kann ja eigentlich auch nicht sein. Was ist mit dir? Er wird niemals erwarten, dass wir uns als Bäume verkleiden, um ihn besser auflauern zu können. Aha, gut zu wissen. So, bist du der Typ, der mir die Erdmanipulation beibringt? Nein, okay. Aber weiter geht's hier ja auch nicht, oder? Ja. Guck mal an. Hier geht's wieder in den Untergrund. Abgrund am Versteck der Jäger. Habe ich hier eigentlich wieder freie Sicht nach... Ah, okay. Ich habe hier freien Himmel. Warum habe ich dann den Ding noch nicht gesehen? Alles klar, dann würde ich ja mal sagen, ich nehme jetzt hier noch den Schrein mit. Ah, komm, wir gehen direkt. Nein, ich weiß ja nicht, ob das auch wieder Rauru's Segen ist oder nicht. Aber dann haben wir immerhin mal Ding gesehen. Nee, es ist auf jeden Fall kein Rauru's Segen, so wie es aussieht. Sollen wir mal schauen? Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, aber... Wir nehmen auf jeden Fall den Schrein jetzt hier noch mit und dann würde ich die Folge beenden, ne? Im Gleichgewicht. Okay, das war easy. So. Das nächste wird aber nicht easy, oder? Ah, das ist ein Eisenfass, okay. Dafür kriege ich ein Ding, das war ja... Oh. So. Da sind Eisenblöcke dran. Da ist ein Eisenblock dran. So, jetzt pass auf. Okay, das war zu schwer.
wollte ich jetzt gar nicht. Hallo? Blockade! So, brauche ich denn unbedingt den Eisenblock hier? Eigentlich ja nicht, oder? Ach doch, warte, hier ist ja erst einmal die Truhe. Okay, hier können wir uns erstmal die Truhe holen und dann können wir... Immerhin ein großes Sonanium. Ich hätte schon wieder fast drauf gewettet, da sind 10 Pfeile drin. So, und jetzt pass auf. Jetzt können wir den Dinger da nehmen. Jetzt habe ich nämlich kapiert, worauf die hier hinaus wollen. So, jetzt können wir den hier ankleben. Ja, genau. Und boah, jetzt war ich fast runtergefallen. Ja, und das war's. Also dann, meine Damen und Herren, wie gesagt, hier wird die Runde wieder beendet und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Fans!